Hi, ich bin Patricia und ich zeige euch heute das Chemiegebäude. Was ihr aber auf keinen Fall vergessen dürft beim Betreten, die persönliche Schutzausrüstung darf nicht fehlen. Jetzt bekommt ihr eine kleine und einfache, simple Einführung in das Raumnummerierungssystem der Chemie. Es gibt 5 Zahlen. Die erste Zahl notiert euch, in welchem Stockwerk ihr seid. Es fängt natürlich bei der 1 im Keller an, die 2 ist das Erdgeschoss und die Zahl 5 ist zum Beispiel der dritte Stock. Danach, die zweite Zahl, gibt euch an, in welchem Turm ihr seid. Die Türme sind angemalt und jede Farbe hat eine Nummer. Die Nummer 1 ist dunkelgrün, 2 ist hellgrün, 3 ist gelb, 4 und 5 existiert natürlich nicht, 6 ist orange und 7 ist lila. Das, was ihr hier seht, das Blaue, ist das CRC. Das ist zwar Teil des Gebäudes, aber auch nicht wirklich Teil des Chemiegebäudes, weil es das Center for Catalytic Research ist. Und dementsprechend ist es blau und hat keine Nummer bekommen. Die dritte Stelle gibt euch an, in welche Himmelsrichtung euer Turm zeigt. Weil nichts hilft einem mehr weiter, als wenn man in einem geschlossenen Gebäude weiß, in welche Himmelsrichtung man laufen muss. Und außerdem gibt es noch 5 Himmelsrichtungen. Die erste ist Osten, die zweite ist Norden. Die dritte ist Westen, die vierte ist Süden und die fünfte ist die Himmelsrichtung ohne Zuordnung. Die letzten beiden Zahlen sind dann, was schon fast langweilig ist, einfach nur die Raumnummer. Viel Glück beim Suchen. Hier ist die Bibliothek der Chemie mit einer der größten Lehrbuchsammlungen des Campus. Das hier ist der Hans-Fischer-Saal und hier habt ihr auch Prüfungen. Das hier ist der Hans-Fischer-Hörsaal von innen. Das werdet ihr dieses Semester aber leider vermutlich nur digital oder für Prüfungen sehen. Hier könnt ihr euch einen Pausensnack kaufen. Falls ihr mal einen Raum nicht findet, werdet ihr hier aber bestimmt Hilfe finden. Und hier ist der Aufenthaltsraum und dort findet ihr momentan noch das günstigste Halbe auf dem Campus. Der Getränkeautomat ist momentan leider außer Betrieb, aber der Techniker ist informiert. Und jetzt zeige ich euch, wo ihr die nächstgelegenen Toiletten findet. Das Schild präsentiert euch. Hier ist einmal die Frauen- und hier ist die Herrentoilette. Und jetzt befinden wir uns im Treppenhaus des lilanen Turmes. Und hier könnt ihr einmal sehen an der Zahl, die hier oben steht, dass wir im zweiten Stockwerk sind. Und hier ist auch ein Lageplan, in dem die Hörsäle eingetragen sind oder sonstige Seminarräume oder wichtige Dinge. Und wenn ihr euren Aufzug aussucht, könnt ihr auch hier an der Zahl, die nicht schraffiert ist, sehen, in welchem Stockwerk ihr euch befindet. Ich sagte eben, dass ihr immer erkennt, in welchem Stockwerk ihr seid, weil die Zahl nicht schraffiert ist. Aber das ist leider nicht immer wahr.
Hallo, können Sie mich hören?